Mindener Tageblatt. Täglich eine gute Zeitung. 0:7 und trotzdem nicht verloren. In der ersten Runde des Westfalenpokals zeigte sich der TuS Petershagen Ofenstedt als starker Gegner für Arminia Bielefeld. War sensationell, gegen so eine starke Mannschaft zu spielen. Also Wahnsinn, diese Spieler. Also ich habe sie nur vor mir gesehen, wie die in der Luft standen. Also ich bin begeistert. Also so ein Spiel, das hat man nur einmal im Leben. Ich freue mich, dass ich das bestreiten durfte. Ich hoffe doch, dass wir aus diesem Spiel sehr viel lernen und dass wir mit dieser Leidenschaft, die wir heute gezeigt haben, in die Saison gehen. Und dann sehe ich uns sehr stark. Also Wahnsinn, was wir heute geleistet haben, jeder Einzelne von uns. Ich denke, mit dem Spiel und mit der Leistung der Mannschaft sind wir absolut zufrieden. Und war ein großartiger Abend für uns alle hier. Zuschauer kamen an, haben sich gefreut und haben uns wirklich ganz, ganz toll verkauft und gut gekämpft und gut gearbeitet. Ein Wort zur Leistung von Jakob Kröcker? Ganz gut, ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Ich habe ja schon überlegt, ihn rauszunehmen, dass Bielefeld ihn nicht mitnimmt. Ne? Aber nein, sensationell, super gut. Im Großen und Ganzen bin ich mit dem Spiel zufrieden. Ich glaube, so die letzte Konsequenz vom Tor, da hätte man noch ein bisschen zulegen können. Aber ob wir jetzt hier 7 oder 9-0 gewinnen, das ist wirklich uninteressant. Was mich so ein bisschen stört und traurig macht, ist die Verletzung von Kullmann. So wie das Gelenk angeschwollen ist, befürchte ich, dass es ein Bänderriss im Gelenk ist. Das ist sehr schade für ihn, weil er jetzt wirklich drauf und dran war und sehr gute Trainingsleistungen gezeigt hat. Aber so ist es halt manchmal im Fußball. Okay, Stefan Langemann, ich glaube, der einzige Arminer, der hier heute schon mal gespielt hatte. Woher kanntest du den Platz? Ja, ist richtig. Also ich komme ja gebürtig auch vom Kreis Minden-Lübbecke. Und ich habe hier in der Jugend und auch mit Bad Oeynhausen in der Vorbereitung schon mal hier gespielt. Also sobald das Spiel losgeht, versuche ich meine Leistung zu bringen. Wenn es dann mit dem Tor klappt, ist natürlich umso schöner, aber im Vordergrund steht ja der mannschaftliche Erfolg. Ne? Wir haben, ich glaube, hier gezeigt, dass man eine Veranstaltung dieser Größenordnung hier durchziehen kann. Und die Organisation lief, die Sicherheitskräfte waren da, es gab gar keine Einsätze, das ist das Schönste dabei. Und ich glaube, friedlich, freundlich, alles wunderbar über die Bühne gegangen.